Hallo meine lieben Schnubbels und frohe Ostern. Ich filme heute tatsächlich an demselben Tag, an dem ich das Video mal hochlade. Ich bin gerade eben von meinem Freund heimgekommen und ja, bei ihm Friede, Freude, Sonnenschein, ne? Warm, Sonne, alles schick. Bei mir ging die Welt unter. Also ich konnte förmlich heimschwimmen sozusagen. Und deswegen gibt es heute mal ein anderes Setting im Hintergrund. Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch und ja, bin ein bisschen gelbsüchtig, ne, aufgrund der Lampe, die hier steht. Aber ich denke, ihr kennt mich trotzdem. Ich melde mich auch nur ganz kurz bei euch. Ich wollte euch mal darauf aufmerksam machen, dass ich derzeit auf meinem Blog ein kleines Gewinnspiel laufen habe. Das fing Donnerstag an und wird noch bis zum 27. gehen. Das ist nächste Woche Sonntag bis 23:59 Uhr. Und alles, was ihr tun müsst, um teilzunehmen, ist einfach meinem Blog folgen. Und egal wie, also wie es für euch am praktischsten ist, oder falls ihr Follower schon seid, ist das natürlich noch besser. Schön wäre natürlich, wenn viele Leute auch bleiben hinterher und sich mein Getipsel danach noch antun und kommentieren, falls ihr nicht bei Google Plus seid oder falls ihr nicht irgendwie bei Blogger seid oder so zum Kommentieren, geht das ganz einfach. Könnt ihr mir einfach eine E-Mail schreiben mit dem Betreff Osterhasi und die Adresse und so steht aber alles im Blogpost und den verlinke ich euch unten in der Infobox. Aber damit ihr natürlich einen kleinen Ansporn habt mitzumachen, zeige ich euch jetzt mal, was es zu gewinnen gibt. Ich war nämlich letztens, als ich die Fotos gemacht habe für den Blogpost, wo ich alles schön arrangiert habe, war ich schlicht und ergreifend zu faul, alles wieder in eine Kiste zu packen. Deswegen habe ich immer noch mein Ups, Osterkörbchen hier stehen, wo die Preise drin sind. Ich habe das so gemacht, wie ich es eigentlich immer mache. Immer wenn ich mal so Kleinigkeiten habe, ich habe was Schönes bestellt, dann habe ich ab und an mal ein paar Sachen mitbestellt oder mitgekauft. Bei diesem Gewinnspiel sind sehr viele Limited Edition Produkte mit vorhanden. Da ich in vielen Kommentaren, wenn ich über neue LEs schreibe oder Produkte vorstelle oder zeige, sagen viele Mädels, sie haben leider den DM nicht bei sich oder den Müller oder die LE wurde schon leer geräumt, weil es gehen ja gerne mal Leute hin, kaufen das komplette Display leer und knallen es auf eBay. Ist mir selber schon passiert, dass ich so vor einem leeren Aufsteller stand. Und deswegen habe ich, wann immer es möglich war und ich wusste, dass es ein gutes Produkt ist oder ein beliebtes Produkt, habe ich es mit eingepackt für euch alle, für meine liebsten Schnubbels und legt die sammelt halt immer so eifrig für das nächste Gewinnspiel. Ich fange einfach mal an mit den Essenssachen, die hier drin sind. Und zwar habe ich von Essence den Blue Meow Kabuki Pinsel reingepackt. Der ist ja. Die Pinsel waren ja recht begehrt aufgrund der schönen Optik. Die Tage kommt jetzt noch eine Review auf. Ich habe auf meiner Facebook-Seite gefragt, ob da noch Interesse besteht, weil die Sachen ja nicht mehr erhältlich sind. Ich habe genau eine Antwort erhalten bis jetzt. Huhu! Und die war positiv, also schreibe ich es einfach. Als nächstes von Essence aus der Kalinka Beauty habe ich den Blush reingepackt, East Side Story. Der ist super süß. Ich meine, natürlich seht ihr die Farbe jetzt bei dem bekackten Licht gar nicht. Den habe ich aber sehr gerne gemacht, habe den ja selber und habe auch sehr positiv drüber geschrieben. Alles, was ich in meine Gewinnspielboxen reinpacke, sind Sachen halt, die ich selber auch gut finde. Ich habe eigentlich noch den Catrice Hololiner mit reinpacken wollen für euch, aber aufgrund dessen, dass mein Exemplar, also mir hat der gar nicht so gut gefallen und er war so ein bisschen enttäuschend, habe ich den einfach rausgelassen, weil ich verlose nichts, was mir nicht auch gefällt. Dann sind natürlich noch sehr einige Catrice-Produkte drin. Da ist einmal der Infinite Shine Lip Gloss. Den hatte ich in einer, ich glaube, in der DM-Box einmal drin gehabt. Also Boxenprodukte, wenn es gute Boxenprodukte sind und ich brauche die nicht oder ich weiß, die sind beliebt und mir gefällt es halt nicht oder beziehungsweise ich werde es nicht benutzen, packe ich die auch rein. Aber das kommt eher selten vor. Meistens sind es Sachen, die ich selber gekauft habe. Ja, das ist die Farbe Very, Very Raspberry. Dann ist von Catrice, ups, aus der Celtica der Highlighter drin, Multicolor Highlighter. Like so. Da ist die Kamera. Na, jetzt wird er nicht aufgehen. Das sieht so aus. Den mochten auch sehr viele von euch. Dann habe ich natürlich noch zwei Lacke reingepackt von den Luxury Lacquers. Mein Müller ist nämlich so toll, der bringt nämlich alles immer so einen Ticken später raus. Dementsprechend brauche ich mich da meistens gar nicht beeilen und erhalte noch viele Sachen. Diese Nagellacke waren relativ schnell ausverkauft oder es gab ja zwei Displays, ein kleines und ein großes. Und das kleine war meistens überall bei DM und Schieß mich tot. Und das große war halt eher bei Müller oder wo halt viel Platz war.
Das ist einmal Holo Manolo, der einer der Holo-Lacke, und einmal einer der changierenden Lacke. Das ist Chromio und Julia. Das waren so ziemlich die zwei beliebtesten. Habe ich auch, finde ich toll, und habe sie natürlich für meine Schatzis von Schminkschnubbel weggepackt. Aus der Drogerie habe ich noch mitgenommen von Trigger Moon einmal dieses Those Lemonade Days, die Duschcreme in Mini, und einmal My Coconut Island, die Mini Körpermilch. Finde ich beide sehr, sehr toll. Und deswegen möchte ich die Liebe zu diesen Produkten mit euch teilen. Auf der Düsseldorfer Messe vor ziemlich langer Zeit habe ich für euch extra von LCN die Summer Love Handcreme mitgenommen. Ist auch verschlossen und versiegelt und alles Mögliche, ist 50 Milliliter drin. Ich habe meine schon aufgebraucht und fand die ganz, ganz, ganz toll. Dann hatte ich noch irgendwo einen Professional Mini in der 3 Milliliter Größe drin. Den habe ich mit reingepackt, weil ich das große Exemplar habe. Und dann habe ich mal vor einer Weile bei MUA bestellt, oder Moore, wie man auf Deutsch so schön sagt, und habe für euch noch die Undressed Palette mit bestellt. Also damals gab es die Naked 3 Palette noch nicht, und da ist auch, glaube ich, noch kein Dupe raus. Und ich hatte die Undress Me Too, also die zweite Palette davon, glaube ich, schon mal verlost. Und jetzt ist halt mal die erste dran. Es sind halt sehr schöne, ich muss mal gucken, ob die auf ist. Es sind halt sehr schöne Nude-Töne. Ist halt wirklich ein guter Dupe zu der Naked One. Die ist noch verschweißt, deswegen kann ich die jetzt nicht aufmachen. Und weil Miua ist mir schon ganz oft vorgekommen, dass ich irgendwas bestellt habe und ich irgendwie Lippenstifte, komischerweise immer Lippenstifte, doppelt und dreifach drinne hatte, habe ich jetzt einfach mal einen, den ich wieder mal doppelt drinne hatte. Und das ist, den packe ich noch mit rein. Das ist einer der matten Lippenstifte von Miua, die sind neu. Und das ist die Farbe Peachy Keen. Der ist eigentlich auch ganz schön. Also, wie gesagt, Farbe wird verfälscht sein. Machen wir so. Also ist ein sehr schöner Farbton gerade für den Sommer. Und die Lippenstifte von Moa sind eigentlich sehr gut. Das war's von dem Schminky-Kram. Da ist auch noch Schoki in Schokihase ist noch dabei. Der ist aber im Kühlschrank. Und noch was ganz Besonderes packe ich euch mit rein. Und zwar dieses kleine Kerlchen hier. Wer meinen Blogbeitrag noch nicht gelesen hat, der kennt ihn noch nicht. Wer ihn gelesen hat, guckt mal. Das ist ein Maub, ein sogenannter kleiner Maub. Maubs sind keine Stofftiere, Maubs sind nicht nur irgendwelche Dekokissen, sie sind auch kein Spielzeug, sie sind kleine Persönlichkeiten. Und ich habe ganz, ganz, ganz viele davon. Ich habe sie euch alle mal auf meinem Blog vorgestellt. Den Beitrag werde ich hier drunter mal verlinken, damit ihr wisst, welches Kerlchen ihr da gewinnen könnt. Der Kleine wartet noch auf seinen Namen. Den darf seine zukünftige Besitzerin oder sein Besitzer ihm dann geben. Und ja, den Charakter werdet ihr dann erfahren, wenn er bei euch ankommt. Ist er frech oder ist er lieb? Beschützt er euer Hab und Gut oder beschäftigt er eure Kinder? Sind auf jeden Fall ganz, ganz toll. Und ich kenne auch die Macherin, die Erschafferin dieser kleinen Schätzchen, und ist ein so, so lieber Mensch. Deswegen möchte ich das Projekt von ihr ein bisschen unterstützen, habe einen schönen Blogpost drüber geschrieben und hoffe, es wird sich noch ein paar Interessenten für diese kleinen Kerlchen finden, denn ich liebe sie. Schubidu, das ist mein allererster Maub, der reist mit mir um die ganze Welt. Was heißt um die ganze Welt? Aber er war schon in Amsterdam mit mir, und er war schon in London mit mir regelmäßig, und im Oktober war er sogar in New York mit dabei, und es sind zig Bilder dabei entstanden, wie er sich die Freiheitsstatue von der Fähre anguckt oder auf dem Empire State Building waren wir und hab ich ihn geknipst. In der MoMA, wo waren wir noch? Central Park, überall. Also, und ich habe ihn auch überall geknipst. Also mir ist das wurscht, egal, ob ich da so ein kleines Kerlchen da fotografiere und die Leute mich da blöd angucken. Aber hey, in New York ist alles möglich. Ja, das waren soweit die Preise, die ihr gewinnen könnt. Ich habe es vergessen dazu zu schreiben. Es ist aber offen für Deutschland. Österreich nehme ich einfach mal mit dabei. Falls ihr aus Österreich seid, macht ruhig mit, ist kein Problem. Und zum Beispiel Holland oder so geht auch. Aber jetzt weltweiter ist ein bisschen schwierig. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, falls ihr alle mitmacht. Und noch eine kurze Info für diese Woche. Ich gehe mir morgen, entschuldigt, meine Glossybox abholen. Die liegt nämlich gerade schön auf der Post und wartet da, auf mich. Und daher werde ich entweder morgen schon filmen oder am Mittwoch. Auf jeden Fall kommt Mittwoch ein Unboxing-Video. Bin ich nämlich ganz gespannt, und ich hoffe, ich kann es aushalten, bis dahin, bis ich filme, die Box nicht aufzureißen, weil ich total gespannt bin darauf.
Was noch? Ich habe, ihr wisst ja, ich filme viel vor. Ich hoffe, das ist auch okay für euch, aber auf der anderen Seite, was will man machen, wenn man keine Zeit hat? Es sind, glaube ich, noch drei oder vier Videos in der Warteschleife, wo ich ein bisschen durcheinander gekommen bin mit meinem Terminplan, dadurch, dass ich dieses Bob-Unboxing gemacht habe und mein DM-Haul, bin ich so ein bisschen, ne, ich mache ja drei Videos die Woche, lade ich hoch, und dann bin ich so ein bisschen aus dem Rhythmus rausgekommen. Daher werde ich die hinterher noch reinschieben. Entweder so zwischendrin unter aktuellere Videos oder einfach jetzt so, dass ich die nächste, nicht diese Woche, aber die Woche drauf, die einfach mal hintereinander laufen lasse. Ich weiß es noch nicht genau, aber wundert euch nicht, wenn ich dann so dasselbe Outfit trage wie in meinem Hui oder Pfui Video. Da habe ich die nämlich alle gedreht. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht von mir. Ich will das Video hier kurz halten. Draußen schüttet es gerade ohne Ende. Hört ihr das? Wahrscheinlich nicht. Total am Schütten. Oh, heftig. Dabei ist eins der Videos sogar. So geil. Das Video, das eine Video, was ich gedreht habe, ist ein Tipp-Video, also wo ich so ein bisschen Tipps gebe für Pflegeprodukte für den Sommer, weil es so schön warm und so sonnig war und so quasi fast den Sommer überging. Ja, und was ist? Herbst, typisches Aprilwetter jetzt. Typisches Aprilwetter. Naja, gut, wollen wir es nicht zu lange in die Länge ziehen, sonst lädt es nachher Ewigkeiten hoch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Ostermontag, einen guten Start in die kurze Restwoche und bis dann, ihr Süßen. Ciao!